Wir sind schlauer geworden. Ein wenig zumindest. Ja, man könnte noch aufs Dach, denke ich, aber was wollen wir auf dem Dach? Auf dem Dach ist es doof. Wir gehen dann mal. Wir müssen zu dem weisen Luna. Das ist unsere Aufgabe. Was der uns helfen soll, weiß ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht. Hier gibt es neue Vampirtulpen. Die sind blau und ich bin immer noch klein. Es sieht aus, als würde es sich nicht mehr von allein rückgängig. Also mache ich mich halt wieder groß. Kommt ihr mit, bitte? Oder müsst ihr jetzt mit dem Blumen spielen? Das muss nicht sein. Komm schon. Die zaubern doch. Nein, nein. Warum auf mich? Was liege ich heute? Ach, und Link ist wieder zu doof und kommt nicht weiter. So. Lalalala. So, hier ist eine Höhle, die noch nicht für uns von Interesse ist. Da kommen wir noch hin. Deswegen lasse ich die mal noch liegen. Aber denkt dran, die existiert. Das wird noch relevant für uns. Dumm, dumm, lalala, dumm, dumm. Hätten wir es dann bald. Ja, 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 weiter. Und hoch. Ja, hoch. So, ich muss gleich die Peitsche auspacken. Das weiß ich noch. Hier ist nichts. Und ihr seht schon, Peitschen, Dinge, Holz, Flöcke, Dinger halt. Und dann sind Küken. Die schlüpfen gerade frisch. Die haben noch ihre Schale. Es ist super, oder? Aber warum heißen sie Gülleküken? Ich finde das sehr unschön. Das sind doch so süße Dinge. Dann heißen sie Gülleküken. Wer will was mit dem Gülleküken zu tun haben? Das ist doch abartig. So, Peitsche. Schorfpeitsche. Boah. Das Ding sieht aber langsam etwas heftig aus, oder? Wir klettern nicht mehr weiter, denn wir werden eingeschläfert. Wir klettern den Berg hinauf, wollte ich sagen. Seht ihr die Aussicht da links oben? Ist das cool gemacht oder was? Ihr dürft den ruhig derweil hauen gehen. Der war böse zu mir. Gut, weiter. Und nochmal rüber schwingen. Nein, nein, nicht zaubern. Hör sofort auf damit. Gut. Ich bin den Zauber umgangen. Sehr gut. Und du machst nichts. Du bleibst gelähmt. Ja, schön aufgehalten. Gut gemacht. So wie der dumme Bienen. Ich will nur Blumen sagen zu den scheiß Fliegeviechern. Napalmwespe, natürlich. Ist gut. Napalmwespe. Ja, kommt doch hoch. Oh, ihr seid so doof. Ihr seid so doof. Wir können schon oben sein. Ja, komm. Komm schon. Rein hier. Gut. So. Neue Musik. Und du? Du bist Luna. Du bist ein hässlicher Vogel. Ach nee, Ranul ist das. Verschwindet! Der Meister ist nicht da. Alle. Alle gleichzeitig. Wo ist er denn? Meister Luna ist in den Nachtpalast gegangen. Er ist nicht weit weg von hier. Der Nachtpalast. Gut. Was oder wo ist wohl der Nachtpalast? Ach, ist euch noch was aufgefallen am Spiel, was lustig ist? Wem fällt's auf? Eben habe ich noch gesagt, schaut doch mal den coolen Hintergrund, der so klein ist. Ja, komisch, nicht wahr? Ganz andere auf einmal. Ja, ist wohl ein kleiner Spielfehler, wird man sagen. Etwas, was die Macher irgendwie mal halb ändern wollten, aber es dann halt wirklich nur halb gemacht haben. Ist egal, ganz ehrlich, ich habe es irgendwann mal auf einer Webseite gelesen und vorher ist mir das nie aufgefallen. Gut. Warum ich Lufti benutze? Ganz einfach, um euch Zeit und mir Weg zu sparen. Denn, ja, genau hier würde ich gerne landen. Das ist doch hier vor der Höhle, oder? Genau, hier sind wir wieder, direkt an der Höhle. Dort wollten wir hin, denn, ihr habt's gehört, eine hässliche Katze. Geh weg. Nach was sieht das aus und hört sich's an? Nach einem Tempel. Wir sind im Nachtpalast. Unser nächster, naja, mehr oder minder, großer Sand. Axt. Axt für Steine. Gut, links, rechts, ich weiß nicht. Ich glaube rechts erst für einen Schalter oder irgendwas. Oder das war kalter. Das war ein richtig kalter. Gut, schon hier runter. Oh, hier geht's mal Wege. Bitte außer Gefecht setzen und dann weiterziehen, weiterziehen, weiterziehen. Ja. Noch mehr. Oh, hier ist ein Schalter. Rums. Gut. Ah, ich glaube, das könnte der Eingang gewesen sein. Wir haben jetzt das Gitter weggemacht. Kann das sein? Das sieht so aus. Dann wären wir hier richtig gemacht. Hier geht's noch nach rechts. Das ist die Preisfrage. Ist da was Interessantes? Die Axt hat gerade gut Schaden gemacht. Scheiß die Wand an.
Okay, hier geht's nach oben. Aua. Komm. Nein, komm. Lass ihn doch. Oh Mann. Komm mit. Komm mit. Zauberschild. Was ist das Zauberschild, fragt ihr euch? Reduziert es etwa Magieschaden? Wäre das etwa logisch? Nein. Na gut, es wäre logisch, muss ich sagen. Kiste. 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 Geld. Mach mir halt Hoffnung, du Schwein. Nein, also, das Zauberschild reduziert nicht Magieschaden, sondern es reflektiert Zauber. Also, Funk wird uns richtig scheiße wehtun, wenn wir jetzt auf den zaubern dürfen. Das lassen wir bitte. Jetzt laufen wir hier lang. Okay. Ich bin gerade nicht so ganz auf dem Laufenden, wie es jetzt mit dem Weg aussieht, man merkt. Ich weiß, wir haben drüben aufgemacht und wenn wir zurückgängen, wo wir herkamen, würden wir wohl wieder dorthin kommen. Alles andere wäre sehr seltsam, aber ich wollte es nochmal erkunden. Irgendwas wird es hier noch geben. Hier unten nichts. Hier unten ist überhaupt nichts. Ups, jetzt ist mir die Kiste vor das Ding ist für mich halt gesprungen. Ja, ein Zauberschild Level 4 war drin. Nee. Ein Chaosritter ist verwirrt war drin. Nee, auch. Was war da jetzt drin? Ein Zauberumhang? Was zum Ausrüsten? Das ist selten. Ein Zauberumhang. Schauen wir mal. Das Ding wäre jetzt wohl klasse. Wenn man es von Monster findet, dann wird es gut sein. Das heißt, für die Stelle hier wäre es richtig gut. Und seht euch die Riesendifferenz an. Also das war... Behinderter Wortwitz, aber ist mir jetzt egal. Das war absolut Gold wert, dass wir in der Goldstadt halt gemacht haben. Wir haben auch genug dafür bezahlt, aber trotzdem. Da drüben ist ein Schalter, der wäre bestimmt interessant. Hier ist eigentlich ein Peitschenpunkt per se, aber nur auf einer Seite. Das heißt, man kann ja nur zurück. Und hier ist nichts los. Ich glaube, das könnte ein Kalter sein, dass wir hier sind. Hier ist kein Peitschenpunkt ansonsten, oder? Nee, ich glaube, ich mach mal lieber anders. Link, nimm du mal die Peitsche, dann kann ich einfach hin und her wechseln. Klatsch. Ja. Der Spieler kennt, dass da eigentlich ein Peitschenpunkt ist. Wir versammeln uns schön alle, aber er ist nicht da. Das heißt, genau... Dafür wird der Schalter dort sein, den wir gerade eben gesehen haben. Also, den Weg zum Schalter finden. Der müsste hier rechts von uns sein, aber da kommen wir nicht hin. Hier unten lang wieder schauen, da kommen wir auch nicht hin. Ach, super. Och, nö. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, auch. Da führt die Tür hin, die eben zu war, wo wir das Gitter aufgemacht haben. Das heißt, wir müssen jetzt wieder den ganzen Weg... Nee, warum eigentlich? Den ganzen Weg zurück bis zum Eingang. Dafür haben wir doch das Wundertor, oder? Das können wir uns doch etwas erleichtern. Der Aufzug ist hässlich und blau. Seht ihr es schon? Sind wir da. Genau, hier war zu. Dann gehen wir rein. Oh, ne, da ist eine Kiste. Okay. Ab, 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 ab. Tatsächlich. Klauenarm. Dankeschön. Wer bin ich? Vega? Wolverine? Nee. Weg. Kommen wir hier hin? Ach, ne. Wer fickt doch... Suppi, wie komme ich dann jetzt dorthin? War hier doch noch irgendwo eine Abzweigung, die ich nicht genommen habe. Ja, geh, 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 geh. Hier war das Ganze, aber drüben war noch der Weg hier in der Mitte. Das war mir noch nicht. Ja, gut, das ist auch nicht so sinnvoll gewesen. Macht schon Sinn, dass wir da nicht waren. Dort oben war eine Sackgasse, jetzt bin ich gerade verwirrt, ganz ehrlich. Oben war Sackgasse, genau. Müssen wir es halt nach dem Ausschlussfanfaren. Fanfaren, ja. Nach der Ausschlussfanfaren machen wir es. Hier drüben. Hier geht's rein. Hier sind wir eben runter, oder? Ach, da ist es, genau. Sehr gut, okay. Na, was soll's. Hauptsache, wir haben noch einen Clownort mitgenommen. Ich glaube, den hätten wir ansonsten jetzt nicht bekommen. Wir wären da in der richtigen Reihenfolge durch. Ist also schon ganz okay. Hier sind wir nach rechts lang. Ja, mach schon. Hier steht immer noch der rum, der hat wohl Langeweile. Ja, ja, hier runter. Nein, mitkommen. Keine Widerworte, mitkommen. Und hier vorbei, den stehen lassen. Das macht ihr ja doch mit ihr blöden Tassen. Gut, gut und gut. Au, 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 ja, was macht ihr mit mir? Der zaubert doch nicht. Au. Okay, doch nicht auch. Nee, ich lass ihn. Ist ja eh nichts Tolles. Was soll das schon sein? Komm mit, komm mit, komm mit.
Den Zauber haben wir noch nie gesehen, den der gerade gemacht hat. Ach, wir sind schon wieder hier. Das ist ja gut. Denn der Zauber war vom Dunkelheitselementar. Haben wir den? Nein. Wo kriegt man wohl den Dunkelheitselementar? Ich glaube, über das Rätsel lasse ich euch mal noch selbst philosophieren. Okay, wir können hier rüberhauen. Klatsch. Schwupp, schwupp, schwupp. Jetzt ist hier noch ein Schalter und jetzt ist er drüber. Das heißt, jetzt... Ich glaube, jetzt wird es allerdings doch Sinn machen, wieder mit dem Wundertor rauszugehen. Das war doch direkt am Eingang hier. So, was zum... wie geil war das? Ich habe das Spiel verwirrt, habt ihr es gemerkt? Cool. Nee, ich will nicht links sein. Nein, nein, nein.